Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Kane & Lynch Let's Play. Die Mission, die ihr jetzt sehen werdet, ich schon gespielt, war leider süß, übelst abgespielt. Hat er es kaputt gemacht? Ja, ich hab's kaputt gemacht. Das meine ich ja, einen Bug auszunutzen. Ah, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Toll. Das ist ein Trost, dass jetzt. Stefan ist sehr begeistert. Nein, ich mag die Mission, aber zweimal unmittelbar hintereinander muss nicht sein. Dreimal? Zweimal! Okay, dreimal. Okay, dreimal. Wehe, du lässt es dann nochmal aufhängen. Du spielst es alleine nochmal. Oh. Lass es ganz. So. Alles im Schnelldurchlauf, jetzt ohne Sterben. Will mal ganz kurz. Ich habe gerade Schnelldurchlauf gesagt, mein Junge. Lass mich doch mal. Drehgeschwindigkeit. Aha. Aha. Halt's mal. Okay. Aha. Aha. Das sieht spannend aus. Oh. Wahnsinn. So. Das war gut. Fühlt sich immer noch nicht schneller an. Aber egal. So, jetzt rushen wir hier einfach durch, weil wir wissen es ja schon. Vorsicht! Scharfschützen auf dem Turm! So. Hier wurden wir vorhin auch schön verarscht. Hier oben drüber können nicht Feinde sein. Das wussten wir aber eben noch nicht. Wurden wir erstmal schön getötet von da. Da war noch einer. Nein, was habe ich getan? Da sind sogar noch ein paar. Wie konnte ich das zulassen? Was ist denn los? Oh mein Gott! Du sollst nicht nachladen, du sollst ihn heilen, Mensch. Genau. Was ist denn los? Geht mir Adrenalin, Adrenalin. Der Junge schießt sich vor euch, das ist unglaublich. Ich? Ja. Machst du gut. Achso. Ja gut, einer fehlt, der ist ja nicht drin. Mein Zeh gestoßen. Da habe ich nicht dran gedacht, dass man ja das in der Aufnahme noch nicht kennt. Hä? Ne, ich habe gerade das Video weggedrückt. Du hast gerade das Video kaputt gemacht? Weggedrückt. Achso. Also nicht nur einer, es fehlen halt einige. Ja, es fehlen einige. Ich habe deine Stimme erkannt. Du kommst also hierher, um mich umzulegen? Riffic, red kein Blödsinn. Ich bin nur hier, weil mich der Seven töten will. Und du wirst mir verdammt nochmal helfen, sie umzulegen, bevor das passiert. Der Seven will dich töten? Tja, so kann's gehen, du mieses Arschloch. Also du kommst mieses du mit? Arschloch. Ich weiß nicht. Ich bezahle dich auch, gieriger Bastard. Aber du musst kämpfen. So. Genau, jetzt kommen wir hier 30 Millionen. Also Grimley und Madsen sind tot. Scheiße. Wurde im Block B verlegt. So war das nicht geplant, Kane. Entschuldigung. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. Dankeschön. Geh auf. Eigentlich ging die immer auf, oder? Eben ist er zumindest auf. Ach, der macht sie jetzt auf. Der ist ja nett. Für sein Gringo. Ah, hier bist du vorhin hochgekommen. Okay. Was? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Deswegen bin ich da unten gestolpert. Ey, gibt's doch Blutfleck hinter ihm, er läuft ab. Weg. Ah,
endlich eine Waffe, mit der ich ziehen kann. Also ziehen kann ich immer noch nicht, aber mit der ich weiter schießen kann. Dann ist noch einer, der rennt gerade weg. Flieger! Meine Hand gesetzt. Auch Fliegen wollen unsere Aufnahmen stören. Wow. Nicht nur du. Jo. Auf der orangen Linie. Sie führt zur Wäscherei. Alles klar. Auf zur Wäscherei. Yay. Und hier ist wieder der Camp. Ach ja, hier campen die Bullen. Scheiße, die haben sie eingesperrt. Bleib mir vom Leib. Ich kann dich auch töten, wenn ich nicht bewaffnet bin. Ach so? An die Wand mit euch, ihr Penner. Bleib mal, Penner. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Du musst mir helfen. Scheint die Waffe immer noch so beschissen. Ja, hau diesmal eine andere. Ja. Ich gehöre nicht mehr zu The Seven. Komm mit und nimm das. Ach ja? Ach ja. Tja, dann lass mal da drinnen vergammeln. Könnte ich selber helfen. Lappen. Das Schwein hat mich erwischt. Das Schwein hat mich erwischt. Schön, dass es aussah, dass du die Granate geworfen hast, so elegant. Ich glaube, nur Müll gegeben. Wie oft wir hier eben gestorben sind. Ja. Ja. Der einäugige Pixel ist gefeuert worden. Ist das nicht toll? Hä? Was war denn jetzt? Keine Ahnung, der hatte bestimmt Eliminator drin. Oder die Treppe hat dich getötet. Oder das. Ist natürlich noch wahrscheinlich. Ja, ich bin die andere aufgegangen. Wie viele Klonpolizisten hier nicht sind. Bäm, erstmal zwei schöne Headshots. Ich würde da nicht vorhin. Ah! So ein Camper. Jetzt wissen wir, wo die ganzen Leute das Camp haben. Von Bots? Oh, guck mal, ich lag in ihm drin. Oh, jetzt kommt wieder die schöne Stelle. Ja. Oh, da ist das. Oh, wie wir vorhin aufeinander gefallen sind. Sieht man jetzt gar nicht. Traurig. Jo, ist kaputt. Der hier auch. Wie man hier einfach mal ohne Arme zu benutzen. Lululu. Fuck, die wollen uns hier grillen. Wir müssen Shelly finden. Wir sind im Freien, die wollen uns hier grillen. Wir grillen doch auch immer im Freien. Ja, das war toll jetzt, das war unglaublich. Was denn? Nicht. Ich fand's gut. Manchmal. Ein MP. Suche im Zellenblock B nach den Typen. Shelly. Block nicht! Ich darf da nicht hoch. Woanders. Ich hab woanders hoch. Block nicht. Ja, so doch. Ja. Wie viel der wohl kostet? Wir sollten ihn mal einscannen. Raus? Da muss er dich geschickt haben. Verschon mich mit dem Gottesgefase, dafür haben wir keine Zeit. Wie beendet man die Abregelung? Das geht nur oben im Kontrollraum. Okay, das ist geil, wie gut sich, sich die Gefangenen mit der Technik hier auskennen. Oh ja. Ein unbesiegbarer Wächter, nur weil er gerade jemanden kaputt macht. Das ist toll. Das ist unglaublich toll. Kane, sag mal, wer ist denn alles dabei? Ach, wo liegst denn du hoch, schon wieder? Hoch! Hoch, Junge, hoch, hoch, hoch. Dreimal hoch gesagt, trotzdem läufst du noch hoch, nach unten. Hoch. Musst mir jetzt was. Ja. Genau. Mensch. Gut. Wie ich es halt wieder drauf habe. Ich werde übelst beschossen und weiß nicht wo. Zum Glück lebst du wieder. Fliege! Fliege! Ja, ich werde nächste Woche einen Fliegenfänger machen.
sackern in den Viechern, vor allem bei dem Wetter. Hat man 5 Minuten das Fenster auf und schon hat man eine Fliegenarmee hier drin. Och ja. Oh, so eine Fliegenarmee wäre praktisch. Das ist tot. Och. Nicht da. Du musst hoch. Du musst auch. Na! Da haben wir wenigstens nochmal so eine Klappenaktion. Scheiße. Dann hatten wir eben auch schon. Oh, geil. Genial. Ich hab dir mal einen Arsch gerettet. Quatsch. Wir brauchen möglichst viel Ablenkung. Was zum Teufel, du lässt sie alle raus? No. Klingt, als würden die da unten abgeschlachtet. Genau. Ist nicht unser Problem. Wir hätten die Audiospur von eben nehmen sollen. Hey, eben sind wir nicht so durch. Da wäre die Audiospur dann 10 Minuten länger als die Videodatei gegangen. Das stimmt wohl. Du kennst ihn? Warte mal, du hast deine Frau umgebracht? Dafür haben wir keine Zeit. Und du, Blödiger, halt's Maul, du hast keine Ahnung. Na, no. Halt's Maul, wenn du nichts weißt. Da haben wir wieder den einen, der mich mag, ich dafür aber nicht. Ja. Das ist richtig so. Ich finde das gar nicht so richtig. Ich fand's schöner, als wir dich alle da hast. Das glaub ich. Wie erstmal in die andere Richtung zielt. Wenn ich gewusst hätte, dass du deine Frau warst, dann hätte ich dich niemals mitgenommen. Hey, was ist denn eigentlich ich glaube nicht, dass ich es war. Glaubst du, dass du es warst? Was zum Teufel soll das heißen? Es heißt, dass ich mich an nichts erinnere, aber vermutlich bin ich nicht für den Tod meiner Frau. Vermutlich? Kannst du nicht sagen, oder? Kannst du nicht. Verbündeten sind voll die Assis, die heilen eigentlich. Ich bin erkrankt, das ist alles. Meine Freunde und meine Familie haben sich von mir abgewandt. Dann habe ich den Job verloren. Die anderen! Nicht du! Was mir ein Arsch gestochen ist. Auf der Straße würde. Das wollte ich einfach nicht. Meine Güte. Die ist schon mal kaputt. Kane, hör mal. Tu mir einen Gefallen. Ich will nichts mit Lynch zu tun. Ich arbeite nicht mit Psychopathen. Verdammt, ich sage, mit wem du arbeitest. Das ist scheiße. Das ist es nicht wert. Hey, ich weiß, wie reich du sein wirst. Und ich sag dir, das ist es wert. Du brauchst aus den einen Rücken geschlossen. Halt die Klappe. Was hier? Gut. Macht Eier. Echt mal, macht's kaputt. Geh hier weg. Oh, macht mal schneller Eier. Schneller. Das sind Lappenzäune, echt. Tränengas. Yeah, yeah. Ey, Granate zurückwerfen. Ja. Ich hab's genau gesehen. Hab doch vorhin schon mal gemacht. Doch, das ist ja cool. Ich hab mal wieder nicht zugehört. Wie immer. Ja. Oh. Oh. Wo bist denn du? Ein Stückchen hinten. Ah. Oh, schon wieder der Minivan des Todes. Nur weil du dich nicht dahinter verstecken konntest. Ja. Ich ziehe doch genau drauf. Hast einen schlechten Ping. Mein Router kann das sogar sein. Und
Los, 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 los. Yeah! Gefängnisausbruch in Rekordzeit. So, Leute. Ich hab nicht gematzt. Scheiße. Das war's. Er macht hier mein Zimmer dreckig. Das habe ich so schön sauber gemacht heute. Ach, das ist nur ein bisschen Wasser, das macht mir noch ja, sauber. Ja, okay. Alles tun, um Jenny zu finden. Wie oft willst du mir das noch vorhalten? Es war nicht nur mein Fehler. Tastatur werde ich vielleicht auch mal ein paar Stunden auslassen. Okay. Den Bildschirm am besten auch und mein PC mach am besten. Schmeiß ich gleich weg. Ja. Alles klar. Aber sonst ist nichts passiert. Dann geht's ja. Außer dass man mein Headset gerade vom Kopf fällt. So, jetzt kommt gleich die riskante Szene. Die riskante Szene wollen wir vielleicht vorher Pause machen. Sind's Pause machen? Na, wir sichern die Aufnahmen. Okay. Und dann machen wir einfach weiter. Okay. Gut. Ja, warte mal kurz mit beenden. Wir sichern. So, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Irgend so ein Assi hat mich vorher unterbrochen. Ich hab die Macht. Ich sitze am Rechner. Ja, er sitzt an der Tastatur, hat die Macht. Stimmt. Also ich fahre erstmal eine Granate hin. Aber können wir. Wir wollten noch. Danke. Wir wollten noch die Gefängnismission dreimal machen. Ah, stimmt, scheiße. Wie konnte ich das zulassen? Was ist denn los? Was ist denn los? Oh mein Gott. So, ist jetzt hier noch einer. Der krepelt. Der krepelt. Oder nicht mehr. Guck mal, da liegt mit dem Gesicht auf dem Boot. Hi. Der krepelt noch ein bisschen rum. Hallo. Oh. So gemein. Hey, okay, finde ich cool. Ich sei mich zuerst ab und bring die Bombe am Fenster. Hast gehört? Ich sei mich zuerst ab. Allem, deswegen hat sie mich eben nicht gekriegt. Ja, klar. Guck mal, die anderen machen das auch schon. Fliege, verschwinde von meiner Hand. Der Koffer ist da drin. In 7 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt bitte. Oh, ja, ich bin drauf gelandet. Eben bin ich nämlich genau daneben gelandet. Ja, cool. Ich bin tot. Gut. Ich werde ja wiederbelebt. Jetzt werf mal die Schwerter vor dir. Das ist ein Gegner. Okay. Wieder einfach nur an die Deckung. Dankeschön. Ich merke mich nicht. Du nur den das Raum ist nicht der Retomoto. Worauf wartest du noch? Schnapp dir den Koffer. Das schulde ich dir schon sehr lange. Jetzt sind wir quitt. Komm schon, hast endgültig. Du nicht gesagt, dass wir keine Zeit verlieren dürfen? Hat gerade noch seine Initialien in seinen Hals geschützt. Ja. Wo er wohnt. Wo tut man das denn bitte? Für nichts. Jetzt aber runter zu den Aufzügen und dann nichts wie raus hier. Ich glaube, die wollen hier durch. Alter, wo war denn ein GHT-Täter gleich 5 Schüsse mehr auf? Hm, scheiße. Wir sollten uns vielleicht nicht direkt davor stellen. Ja, ach, lol. Genau. Oh, nö. Du weißt, wie es mit dem Landen funktioniert, ja? Ja. Einfach runterdrücken. Ja. Vorhin war das noch nicht so einfach. Hoi, hoi. Oh, schön da unten. Hoi. In 7 Sekunden wird dann jetzt die verdammte Bombe deponiert. Warum kann ich nicht weiter runter? Na, weil ich noch nicht. Ach so. Also, weil es noch nicht geexplodiert. Der Motor kann eigentlich nicht überleben. Ich hab grad voll in ihn reingeholt.
Die KI. Es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Was schon wieder? Ja. Im Raum. Will ich nicht sehen, will ich nicht sehen. Das schulde ich mir schon sehr lange. Jetzt sind wir quitt. Aber kann man manche Filmsequenzen wegdrücken und manche nicht? Vielleicht war ich nur ganz kurz. Aber es ist trotzdem eine Filmsequenz. Das stimmt. Manches darf man nicht überstürzen. Das sollten wir einfach mal hier hinten an den Säulen bleiben. Jetzt aber ja, zu den guter Plan. Okay, guter Plan. Wenn du stirbst, ist deine Chance. Ich hoffe, die Granate explodiert nicht, wenn ich sie in der Hand habe. Wir haben gleich zwei Granaten vorgeworfen. Da ist einer schön geflogen. Junge. Verschwinde Flieger. Ach, jetzt ist er wieder bei dir. Das ist schön. Rette mich mal. Wo ist denn das MG? Ich will es haben. Und das ist mein MG. Hol ich erstmal einen. Meinst du das hier? Du hast das? Ja. Ein elendes. Irgendwas. Oh. Warum kann ich mich noch voll erinnern, welche Demo? Krass. Boah, ein bisschen Hetero. Ja, ich habe ja auch alles zerschossen, weil ich das so faszinierend fand, wie das alles zusammenfällt. Und ich jetzt meine Endgame-Munition gefragt habe. Das finde ich schön. Wie gefreut du das jetzt? Was? Eben als ich kurz geguckt habe, hast du voll drüber gemacht. Na eben. Das wird aber auch einen schönen Rückschluss haben, oder? Bisschen. Bist du schon eins runtergegangen? Ja. Wow. Ah, du bist ja. Bin wieder auf dem Hochweg. Einer von unseren Leuten muss mal Munition geben. Wo sind denn die? Na gut. Dann. Achso, ich verstehe. Wir haben irgendwie alle keine bessere Waffe. Geh doch mal aus dem Weg, ich wollte dich eigentlich nicht erschießen. Das Problem ist, dass man ja manchmal die Gegner zwischen den Zivilisten gar nicht unterscheiden kann. Ist egal, schieß einfach rein. Einfach alle schießen, nicht bewegen. Das ist ja zum Glück nur ein Spiel, da macht dir das ja nichts. Aber es sind ja alle potenzielle Amokläufe. Ja, ja, sowieso. Das ist gut. Ein übelstes Amoklauf. Ist aber auch die schwarzhaarigen Frauen hier sehen auch so aus wie die Gegner. Ja, ja das stimmt doch wirklich. Wir sind noch beim Aufzügen. Der Billendärner. Nun. Wir müssen schon da tot. Wir haben getan, was wir konnten. Tut mir leid. Und ich werde irgendwie noch von rechts beschossen, nachher von da. Munition für mich! Du hast Munition gekriegt, oder war ich da? Vorsichtig, ich werfe eine Granate vor. Ey, wie? Granaten haben so einen Wirkungskreis von, keine Ahnung, 2 cm? Ja, so war das. Ich brauche mehr Munition. Oh, Alter. Da ist wieder dein MG. Yay, ich habe Munition. Bin ich nicht freundlich? Ach, hier sind Aufzüge. Guckst du hier? Los! Kommen die anderen mal.
Ich komme. Ja, kein Problem. Aber weißt du, wo die sind? Die stehen bestimmt auch ganz oben rum. Wir müssen weiter. Da, ich sehe einen rumlaufen. 1, 2, 3, da sind sie. Toll. Die sind eine tolle Unterstützung. Ja, anders haben sie das nicht verdient. Verdienst. Oh, danke. Na, immerhin gibt er mir Munition. Gibt mir auch eine Munition. Gemein. Gangster-Shit, Mann. Gangster-Shit. Was sollte dieser Mist mit Retomoto? Oh, coole Fahrt. Nichts mit dir zu tun. Ja. Solange du nicht durchdrehst, zieh die Anzüge an. Das ist doch gerade der Richtige. Seit wann bist du Boss? Frau Mörder. Komm schon, Shelly. Hebt ihr das für später auf. Zieht euch einfach um. Genau. Fünf Männer in den Fahrstuhl. Ganz ruhig jetzt. Von da kommen wir gerade. Okay. Vor allem, wir haben Waffen auf dem Rücken. Alles bestens. Wir müssen nur raus zum Auto. Wir sind fast da. Ah, wo ist denn deine Scheibe? Hier wird geschossen. Ah, ich hab getroffen. Ah, warum werden wir jetzt alle geschossen? Ah, was ist denn das? Warum ist mein MG weg? Erst sagen sie so, oh ja, bitte verlassen Sie das Gebäude, und dann schießen sie auf uns. Das war böse. Das war echt gemein. Ach, das darfst du weg. Ich schieße jetzt jeden Polizisten. Guck mal, bei dir liegt es. Wir sind fast da. Hä? Bei dir unten links das Bild. Oh, du Flieger! Die sackern, oder? Extrem. Slatschen ihr mir nach? Ich will euch nicht haben. Schön, dass der Gegner genau vor mir steht. Hallo! So ist das ein Verbündeter. Was ist ein Verbündeter? Sieht stark nach einem Verbündeten aus. Die Gegner sind ja normale Polizisten. Die sind blau. Die sind blau. Der ich bin auch manchmal blau. Manchmal? Manchmal? Manchmal. Manchmal. Müssen wir alle voll ins in die Schussbahn reinlaufen. Ja, da hat gerade einer voll mit dem Kopf rein. Los, komm wieder her. Ganz schön was los, Mensch. Ein bisschen. Wir wollten eigentlich nur liebe Zivilisten sein. So. Einfach nur rauslaufen. Wir hätten sie alle überleben können. Ich war immer voll das Bedürfnis, nachladen zu drücken, aber. Auch, ich drück's auch immer. Boah, irgendwie lebe doch von automatisch nach, oder? Ja, aber auch nur manchmal. Jetzt nicht, dass du sagst, wirklich Magazin, wenn gerade mal eine Pause ist, dann lädt er halt mal nach. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Geht zur Straßenüberführung. Gut, bis dahin. Okay, ich komme mal mitgelaufen. Ja, vielleicht mal. Scharfschütze auf der Brücke! Auf der Brücke? Nein. Übelster Scharfschütze. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich werde auch gerade ein bisschen angesetzt von irgendeinem Fahrzeug. Ach, ja, warte, ich komme mit. Ich glaube, ihn zu sehen. Ja. Das war gemein. Warum? Weil ich es gesehen habe. Ach so. Ist doch gut, duck dich doch einfach nur. Mensch.
hier sind ganz schön viele Gegner. Ja. Ich werde auch ganz schön beschossen. Ah, der hat einen MG, ich will es haben. Ey, ich ziel genau auf die Lappengegner drauf und ich sterbe nicht. Was ist denn das? So gut kannst du ihn auch nicht programmiert sein. Die Schildmenschen sind geil, oder? Sind total clever. Ist das jetzt Gegner? Oh, Zivilist. Versteckt ist das, könnte Gegner sein. Oh, das sind Zivilist. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier zum Bus. Ey, guck mal, ich flimmere immer wieder. Toll. Oh. Scheiße, da kommt ja immer mehr von denen. Da seid ihr ja, ja. Schlöcher, seid nicht so verdammt leise. Lynch, hör doch auf. Die sind harmlos. Lynch, entspann dich. Atme einfach tief durch. Es ist alles gleich wieder okay. Hör auf. Hey, du verprügst übrigens die Zivilisten. Das war ein Polizist? Die sehen für dich nur aus wie Polizisten. Hä? Echt? Ja. Ist ja cool. Ich habe auch die ganze Zeit dann wahrscheinlich auf. Wie cool! Okay, so. Das ist ein Verbündeter. Wo müssen wir denn nur hin? Da runter, hier sind Büsse. Busse. Büsse. Büsse. Du wolltest vielleicht den Brüste sagen. Doch, Mann. Fuck doch, Mann. Jetzt Maul, Mann. Ich komme gerade voll nicht klar. Für mich sieht alles nach Polizei aus. Das ist verbürgend. Ach, jetzt ist er dann nur weg. Ey, übelst das Wort einhalten mit einer Pistole. Das sind halt übelst Special Sports hier in Tokio. Nur überhaupt noch in Tokio. Fallfall in Japan. Wie geht's denn jetzt weiter auf dem Bahnhof? Geh auf die Straße. Gut. Okay. Wenn es das Spiel das sagt, Straße. Dann müssen wir das wohl machen. Ich glaube, du läufst vor der falschen Straße. Ja, zur richtigen Straße schon, aber irgendwie zum falschen Ausgang. Ja. Ach, Mensch, Leute. Ach, immer derselbe Laster, gell? Ja, ja. Aber immer wieder ganz. Immer wieder ganz, das ist toll. Scheiße, das Falsche. Sehr gut. Ach so. Yay! Durchgespielt, wow! Der Seven ist jetzt fällig. Sie sind in Havanna. Den müssen wir schon noch finden. Bürgerkrieg. Stimmt. Der Sturz von Regierungen ist Ihre Spezialität. Das ist Ihr Job. Nach Havanna gehen Sie in den Ruhestand. Warum sollten Sie sich zur Ruhe setzen? Das tut jeder. Sieh uns doch an. Wir werden langsam zu alt für diesen Job. Ich nicht. Schön, du nicht. Der Seven sehr wohl. Und Sie brauchen einen Ort, an dem Sie untertauchen können. Meine Frau wollte immer mal nach Havanna. Sie meint, es wäre hübsch dort. Ist es nicht, glaub mir. So. Und wenn der Stelle erstmal einen Cut machen? Können wir machen. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Part.